So Leute, bitte mich hört. Es ist 6:30, ich kann allerdings wenig sehen. So. Und was ihr jetzt gerade seht, ist kein Spaß. So stand tatsächlich jemand im Supermarkt an der Kasse. Das ist kein Witz. Ich hoffe, ihr versteht mich. Werde jetzt allerdings auch gleich noch einen Lösungsvorschlag präsentieren. Denn ich bezweifle, dass man mit dieser Maskerade tatsächlich auch noch Auto fahren darf. Wartet kurz. So. Ups. So, seht ihr? Ist schon viel, viel besser. Also, kann das sehen. Ja, die Maske funktioniert nicht so richtig. Aber jetzt wartet mal ganz kurz. Irgendwo kann ich eine Umfrage starten. Also, konnt ihr jedenfalls einrichten. Kam die bei euch schon an, die Umfrage? Seht ihr da irgendwas, wo ihr was anklicken könnt? A oder B? Also, in dem Falle. Auch da wäre mein Gesicht geschützt, was auch immer diese Menschen dazu treibt. So, viel besser. Wartet. Das Haupthaar richten. Na, sie hört mal ein bisschen anders aus. So geht man in die Corona-Maske. Also, freut mich, schön, dass ihr da seid. Achso, übrigens hier. Ganz kurz. Nee, komm gleich. Jetzt gerade mit der Nummer mit der Tüte. Das ist kein Witz. Weiß nicht, Klaus guckt mir nicht zu. Das ist ein Freund von mir aus der Schweiz. Der hat mir diese Story heute Morgen erzählt. Ich habe gedacht, ich fall um. Und der Klaus ist auch so eine Berliner Schnauze, der es dann genauso erzählt hat, der so sagte, Alter, hey Tom, du glaubst nie, was da passiert. Ich gehe heute Morgen, ich gehe in den Supermarkt, da gestern Abend, weiß nicht mehr. Geh in den Supermarkt, da steht echt ein Kloppo neben mir, der hat eine Plastiktüte auf dem Kopf und einen Mundschutz an, wo ich dem noch sagen wollte, sag mal, Alter, willst du gleich eine verplättet haben oder willst du erst noch die Tüte abnehmen? Also manchmal, weiß ich nicht, wird es dann schon grenzwertig. Aber eben doch da die Frage, ne? Wir haben doch in Deutschland Vermummungsverbot. Da kannst du nicht mit so einer Plastiktüte durch die Gegend laufen. War ja in der Schweiz, da ist es vielleicht anders. So, es reibt jetzt noch ein bisschen von dem, was da in dem Kondom drin war. Auch da könnte man natürlich jetzt noch eine andere Variante nehmen. Wartet mal ganz kurz. Alexa aus. Die Frau ist der Hammer. Wo war ich jetzt gerade? Mit Kondomreizung. Ja, ach so, genau. Man hätte auch einen durchsichtigen nehmen können, aber ich habe da irgendwie vorher nicht drauf geguckt, was drin ist. Habe den aufgerissen und dann war der schwarz. So, und dann ist es aber jetzt für mich mittlerweile so, dass ich sage, ey Leute, das ist schwarzes Gold in dem Fall. Ich meine, es ist ja bald mehr wert als Geld. So, mit Noppen, Britta, ey, hier gucken auch. Nö, stimmt gar nicht. Nein, war ohne Noppen. Und nächstes Mal könnte es dann sein, oder vielleicht so in 4 Wochen, dass ich euch dann zeige, wie man so ein Ding tatsächlich auch benutzt. So, wer dann da einschaltet, der hat es dann echt drauf. So, passt mal auf, Leute. Und ne, also es geht ja immer auch um die positiven Dinge. Jetzt habe ich mir was überlegt. Jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt sitzen wir alle hier und haben Zeit. So, der eine kriegt dann sein Geld und könnte theoretisch in den Urlaub fahren. So, und jetzt hocken wir alle hier und können ja aber nicht. Und ich möchte ja nicht unken, aber wenn es so ein bisschen normal läuft, dann glaube ich nicht, dass dieses Jahr irgendein Freibad noch aufmacht. Und auch an der Ostsee, ich gehe davon aus, die werden uns dann portionieren, oder? Weiß ich nicht, da zwei, das wird nicht funktionieren, also wir werden gar nicht an den Strand dürfen. Also wir werden überhaupt kein Sommerurlaubsfeeling bekommen,
wenn wir nicht selber dafür was tun. Und jetzt bringen die ja hier irgendwie mal so einen Scheißdreck da, wie kann man zu Hause noch Fitness machen und sich ein bisschen bewegen. Kriegt man vielleicht noch selber hin. Aber so eine Idee, dass man so sagt, wie kann ich denn Sommerurlaub oder jetzt einen schönen Kurztrip simulieren? Die Idee kommt vielleicht nicht jedem. Mir kam die schon. Passt auf. Also, heute Morgen, als ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich gedacht, okay, funktioniert ja alles noch. Energie, alles da. Dreh die Heizung hoch auf 30 Grad. Habe ich gemacht. So. Jetzt meine Tüte da. So, und als ich dann nach Hause gekommen bin, Badehose an, Wasser eingelassen und jetzt simuliere ich im Prinzip das Aussteigen vom Flugzeug, starten in Zürich und stopp, starten in Frankfurt, landen in Dubai. Urlaub. Also, Leute, gibt so einfache Ideen, da kann man dann auf einmal so richtig gute Laune kriegen. Ja, okay, das jetzt der Strand fehlt. Das ist es aber wieder, ne? Der negative Mensch würde jetzt sagen, fehlt der Strand. Der positive würde sagen, ist doch cool, ist tatsächlich so ein bisschen Sommerfeeling. So, aber nun geht's weiter. Pass auf, und jetzt auch gleich. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon gemerkt hat. Ich weiß nicht, was mit diesen Marketingstrategen los ist mittlerweile. Wer hat Vodafone als Handyanbieter? Ich. Heute Morgen gucke ich drauf und dann sehe ich was? Stay Home. VR oder VF. Wahrscheinlich für Vodafone. Sind die alle bescheuert? Bin Deutscher. So, und wenn ich mir jetzt 50% unserer Bevölkerung angucke, die, keine Ahnung, vielleicht aktuell immer noch so ein bisschen Probleme haben, mit dieser Situation richtig umzugehen, dann kann ich da nicht Stay Home hinschreiben. Das ist für ein Schwachsinn, ehrlich. Also sowas Dämliches. Bleib Hause. Bleib Hause. Das verstehen doch die Leute. Sollen sie es doch in Deutsch schreiben? Warum machen die das nicht? Weiß ich nicht. Komisch. Achso, und übrigens, gestern Fernsehen geguckt, ne? Die Auswanderer Spezial. Und die sind ja mit dieser Krise, das waren die Auswanderer, die jetzt auf Mallorca sind und das Corona-Problem ja sowieso schon länger haben als wir. Da standen die tatsächlich. Und jetzt, Leute, ich habe wirklich gedacht, es geht los. Da stehen die zwei da und dann sagt die eine, ja, wir müssen ja alle zusammenhalten. Ich habe ihr hier so ein 12er-Pack Klopapier mitgebracht und sie mir dafür Fleisch vom Metzger. Kommt euch bekannt vor, ne? Gab es gestern schon mal. Es ist nicht mehr weit. Deswegen, auch mit den Kondomen, ihr habt den jetzt einmal benutzt für den Gag hier, okay, es wird keinen zweiten geben. Denn hortet die Sachen, die später tauschbar sind. Ihr wisst ja wahrscheinlich, viele von euch noch, wie das damals war. So, und dann gestern kommt eine Werbung. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber vielleicht kann mir der eine oder andere helfen. Ich habe das nur so im Hintergrund gehört und dann kam irgendwann in diesem Werbespot kam so ein Spruch, entspannter Leben mit Reizdarm. Da hat es mich weggewienert. Wieso kann ich denn jetzt entspannter leben mit einem Reizdarm? Ich meine, oder wie scheiße lebe ich überhaupt mit einem Reizdarm? Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde nur gerne wissen, was ist das für eine Werbung? Wenn das einer von euch sagen könnte, wäre cool. So, und ach so, liebe Mandy, gestern Abend habe ich noch mit einer Freundin telefoniert. Da haben wir erstmal so belangloses Zeug gequatscht. Also eigentlich machen wir das immer, wenn wir telefonieren. Wir quatschen hauptsächlich belangloses Zeug. Das war witzig. So, und dann kommen auch manchmal so Sachen, wo wir dann drüber reden. Wer guckt zum Beispiel was im Fernsehen? So, und dann, ich weiß gar nicht mehr, geben wir irgendein Zeug. Dann kam aber was Spannendes, wo ich dann auch so dachte, und das deswegen. Deswegen müssen wir auch versuchen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Denn man lernt nie aus und Lernen macht Spaß. Es gibt das Streckchamäleon. Das Streckchamäleon, und jetzt, ich muss gucken, ob ich das noch richtig zusammenkriege. Das kann sein Bein um 10 cm heben, um dadurch einen Temperaturausgleich herstellen zu können. Geil, oder? So,
Über solche Sachen redet man dann an einem Montagabend in Corona-Zeiten, weil da sonst nichts mehr kommt. Aber jetzt kommt's. Heute Morgen höre ich Radio, und zwar SWR3. Also wirklich ein Sender, der durchaus, ja, kann man schon ernst nehmen. Und dann gibt es doch jetzt irgendwelche neuen Verordnungen in UK, wo die gesagt haben, okay, wir, weiß ich nicht, irgendwie gab es keiner Biernachschub nicht mehr oder so. Und dann fingen die auf einmal an und wurden wach und dann fingen die an zu denken und gesagt, okay, wir müssen jetzt vielleicht auch mal was machen. Aber was machen die? Wenn sie was machen, machen es gleich richtig. Und zwar die strengsten Verordnungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann hat der da vier Dinger vorgelesen und habe gedacht, jetzt wird mir selbst Angst und Bange. Und mir wurde wirklich Angst und Bange, als die dann, erst haben sie so gesagt, also so Corona-Infizierte, die können jetzt weggesperrt werden für 4 Wochen, sofort von der Polizei, also mitgenommen werden, gar nicht mehr mit irgendwelchen Tests, tralala, sondern gleich irgendwo in Quarantäne. Soweit nicht schlimm. Dann haben die gesagt, jetzt kann irgendwie verfügt werden, dass geistig behinderte Menschen ohne größere Prüfungen in Anstalten weggeschleppt werden können. Und da, ganz ehrlich, das war harter Tobak. Also, weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn ich sowas höre, naja, also, da wird mir wirklich Angst und Bange, weil warum muss man das so berichten? Darum geht es mir. Warum kann man das nicht anders erzählen? Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen anders gemeint, aber genau so kam es im Radio rüber. Die sollten da, also ich weiß gar nicht, was die Typen da machen den ganzen Tag. Die haben da auch irgendwelche Knallköpfe, die das Programm planen oder nicht. Ich meine, hier, meine Redaktion macht sich auch den ganzen Tag Gedanken. Sitzen da und diskutieren, hirnen. Dafür werden sie ja bezahlt. Denken sie jedenfalls. Mal gucken, ob wir dafür eine Förderung kriegen. Ach so. Wartet mal ganz kurz. Ah, da kommt ein blauer Daumen. Kommt mir nämlich jetzt aber gerade auch. Ich glaube, ich muss gerade mal weg, muss mir mal eine neue Strategie überlegen. Ach so, da, passend zu dem Thema, stimmt. Vielleicht kann ich ja. Das ist doch hier eine eigene Selbstständigkeit irgendwie. Muss ich mal klären, ob ich das bezuschussen lassen kann. Hier ist ja heute alles möglich. So, passt auf, vorhin kam eine Meldung und zwar, dass Rewe, ich glaube deshalb war es ausgelöst, Rewe möchte gerne seinen Mitarbeitern, die in der Krisenzeit arbeiten, einen Bonus auszahlen. Und wir hatten ja dieses Thema, ne? Chancen in der Krise. So, jetzt versucht mal an, ne? Wenn ich das jetzt gleich sage, der eine oder andere hat da vielleicht eine Idee. Und zwar ist es so, dass Rewe denen einen Bonus zahlen möchte und die Bundesregierung, wer ruft denn jetzt an? Nee, da kann ich nicht rangehen. Es ist mitten. Ich muss kurz ran. Ja, bitte? Na? Ja, du weißt schon, dass ich live bin. Ja, Sie rufen mich ja an. Ich wollte fragen, ist es heute interaktiv oder ist es heute wieder geskriptet? Nee, heute ist geskriptet. Deswegen, sowas lassen wir gar nicht zu, irgendwelche unplanmäßigen Anrufer. Ja, okay. Nein, also pass auf, Felix, du hast das ja schon verstanden. Die Sendung soll ja positiv sein, ne? Ja. So, und jetzt wäre es ja extremst unfair, wenn ich dich aus der Sendung schmeiße und sage, du darfst nicht sagen, worüber du dich den ganzen Tag oder womit du dich den ganzen Tag beschäftigt hast. Das wäre A, unfair und das wollen wir nicht sein. Und B, wäre es, glaube ich, jetzt auch für die Zuschauer doof, bin aber auch jetzt ein bisschen ja, eigennützig, denn neugierig bin ich jetzt schon. Weißt du, warum ich dieses Scrollen weggelassen habe? Weil? Ich habe Angst vor den Kommentaren, die da stehen. Aber ich muss die Sendung. Ey, ich weiß, ja, warte kurz. Achso, stopp, warte mal. Siehst du? Heute würde das gehen. Oh, nee, das ist zu dicht dran. Kriege ich aber so hin. Cool. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Nee, ich bin jetzt auch wieder gerade am Trainieren bei Robert. Oh. So, Leute, die auch schon am Sonntag zugeschaut haben, wissen, was jetzt auf dem Programm steht. Wir wünschen euch viel Erfolg, sagen bye bye, pfirti, bis Danny, habt die Liebe, ciao, ciao. Ciao, ciao.
So, und wie auflegen? Das macht der freundliche Anrufer hier mitten in der Sendung schon selber. Tatsächlich hatten wir darüber gesprochen, ob wir nicht sowas mal machen sollten, einen Anruf in die Sendung. Es war aber tatsächlich nicht geplant. Deswegen war das jetzt wirklich auch für mich spontan interaktiv. Was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also ich soll scrollen. Wahrscheinlich habe ich was verpasst, oder? Jetzt sind so viele, ich kann gar nicht mehr. Bist du ganz, also, ich habe auch Vodafone, okay. Ich schmeiße dir die Karre in den Sand. Grüße aus Berlin. Also erstmal, ich grüße euch natürlich auch alle. Mehr muss ich nicht machen? Was, Feigling? Da weiß ich nicht mehr, worum es geht. Also bin ich raus. So, passt auf. Wir waren bei dem Bonus. Es soll einen Mitarbeiterbonus geben für die, die in der Krise arbeiten. Und jetzt überlegt die Bundesregierung, ob dieser Bonus nicht versteuert werden muss. Ihr seid bei mir, oder? Also, jetzt überlegt mal. Könnte man nicht vielleicht sagen, ich verzichte dann jetzt irgendwie grundsätzlich erstmal für die nächsten 2 Monate auf mein 80% meines Gehalts und lasse mir den Rest als Bonus auszahlen? Dann sagt der Arbeitgeber, cool, habe einen Bonus bezahlt, der aber nicht on top kommt, sondern das hätte der ja sowieso bekommen und der Arbeitnehmer muss es nicht versteuern. Scheiß Krise, da kann man echt so kriminelle Gedanken entwickeln, oder? Ihr habt nichts gesagt, ihr habt nur was in den Raum geschmissen, was ihr daraus macht. Bin ich raus. Mein Arbeitgeber würde das mit mir nicht machen. So, dann habe ich euch noch versprochen, dass ich euch eine Erklärung gebe für diese extremst schlauen Sprüche wie dreht die Ratte sich zu schnell, dann wird es morgens früher hell. Soll heißen, was wäre, wenn die Krise 3 Monate früher gewesen wäre. Das heißt, wir können froh sein, dass es jetzt erst kommt, denn als morgens alle auch noch aufwachen würden, wenn es stockdunkel ist und wenn wir abends nach Hause kommen, auch schon wieder dunkel ist oder eben gar nicht mehr raus können und die Tage, wo grundsätzlich Tageslicht nach drin scheint, ich glaube, das würden wir nicht lange aushalten. He? Das war der dahinter. So, und jetzt nächste. Wackel mit dem großen C, dann tut der Kopf auch nicht mehr weh. Damit wollte ich nur einen Hinweis geben, dass es durchaus hilfreich sein kann, in Momenten, wo man merkt, dass nur noch geistiger Dünnschiss produziert wird, man vielleicht mit Ablenkungsübungen dafür sorgen kann, dass das Gehirn gefordert wird. Also zum Beispiel. Alles, was ihr macht, ne, greifen, auch mit den Zehen wackeln, sind Dinge, die werden vom Gehirn aus gesteuert. Also wenn ihr merkt, jetzt wird es echt, jetzt wird es anstrengend, da geht auch nicht mehr viel rein in die Birne oder ihr fangt an, darüber nachzudenken, mit einer Plastiktüte und einem Mundschutz einkaufen zu gehen, dann macht mal so kleine, einfache Übungen. Kann helfen. Könnt es einem am Ende über die 5 Minuten hinweg helfen. Das kann manchmal entscheidend sein. Und dann gibt es noch Situationen, die sich auch jetzt durch die Krise völlig neu ergeben. Am besten, ich zeige es euch. Ja? Also jetzt, wartet. So, jetzt stellt euch vor, einer ist so, ja? Und ich so. Der hier ist so. Der hier, also der Große, so ein Tier. So, pass mal auf. Folgende Situation. Jetzt, weiß ich nicht, jetzt drängelt sich der Große oder so, der drängelt sich irgendwo hin vorbei und holt irgendwas aus dem Regal oder macht irgendwas. Dann hast du als kleiner Fuzzi früher nur gesagt, Scheiße, kann ich nichts machen. Schwierig, weil ansonsten der Große gesagt hätte, kommst mal ran, mein Freund, auf den Meter. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Jetzt kann der Kleine nämlich sagen: Alter, verpiss dich da. Hä? Sonst komm ich ran auf den Meter. Verstanden? Ihr habt es nicht verstanden. Ihr weiß es nicht. Wenn ihr es verstanden habt, dann würdet ihr jetzt lachen. Denn der war durchaus süß. Und der ist auf meinem Mist gewachsen. Ne? Also, dürft ihn aber auch gerne weiterverkaufen. Was hat ihr noch? Olympia 2021 wird verschoben. Nee, auf 2021. Gibt es noch eins?
Muss ja. Also ich glaube nicht, dass es das nächstes Jahr tatsächlich Olympia geben wird. Und wüsste auch tatsächlich ernsthaft nicht, wie. Also nehmen wir mal an, jetzt würde tatsächlich, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, würde jetzt, weiß ich nicht, wir würden es hinkriegen, dass wir in 10 Monaten sagen können, Pandemie durch. So. Aber Olympia? Das sind ja keine westeuropäischen Spiele, oder? Ich meine jetzt mal, bei den Amis habe ich aktuell total meine Zweifel, dass die es schaffen, ihre komische Krise da irgendwie in den Griff zu bekommen, denn die bauen ja mittlerweile schon Whisky-Destillerien, um Desinfektionsmittel herzustellen. Also, die sind ja da in den Anfängen. Kinderschuhen, das wird, glaube ich, nicht klappen. Aber jetzt vergessen wir mal noch so eine andere Gruppe von Menschen, die, glaube ich, tatsächlich noch viel, viel schlimmere Probleme haben als wir. Also mit den ganzen Afrikanern. Ich meine, wollen wir Olympia machen, nur damit wir sicher mal irgendwie die 10 Kilometer und den Marathon gewinnen? Nee, glaube nicht, dass das der Grundgedanke von Olympia sein sollte. Und da drüben, und da sollte man vielleicht auch einfach nochmal drüber nachdenken, da ist nun mal die höchste Infektionsrate mit HIV. Und was sind die Leute dann am Ende des Tages? Immungeschwächt. So, und wenn die jetzt auch da drüben Corona haben, Immunschwäche, Corona, das passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Welt 2021 sagt, wir sind alle gesund, alle happy und hüpfen jetzt mal nach, wo hüpfen wir denn hin? Nach Japan und machen da mal hier entspannt auf Olympische Spiele. Gut, kann mich auch irren, weiß ich ja nicht. Wird sich noch viel tun die nächsten Tage. So, also, in dem Falle, es ist nicht viel passiert heute. Zwar durchaus aber für mich ein spannender Tag, weil es gibt immer mehr Anfragen für Masken, 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 Desinfektionsmittel, Masken, Desinfektionsmittel. Und in dem Sinne werde ich versuchen, meine Maske zu beschaffen. Grüßt euch, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen. Das mit dem YouTube kommt morgen, weil das wusste ich nicht. Das dauert 24 Stunden mit einer Freischaltung. Und dann feuern wir das noch weiter über den Äther, und gucken mal, wie groß das Ganze noch wird. Lachen wir jetzt schon tot. Also, hab euch lieb. Bis die Tage.